Hallo und herzlich willkommen hier auf Dimeris, dem süßesten Tier. Da fehlen irgendwie die Meerschweinchen. Eine Sekunde. So, das muss eben reichen. Ich muss kurz erklären, was wir hier machen. Und zwar werde ich immer gefragt, wann unsere Meerschweinchen geboren sind, beziehungsweise wie alt unsere Meerschweinchen werden. Und da, weil ich die Frage einfach nicht mehr beantworten möchte, mache ich dazu jetzt ein Video. Und jedes Mal, wenn mich einer fragt, kann ich auf dieses Video verweisen. Und ich hätte ehrlich gedacht, dass das einfacher geht, aber ich musste bei einigen wirklich nochmal nachrechnen. Und einiges wird euch überraschen. Also tauschen wir jetzt dieses Schwein gegen ein Meerschwein aus und go! Oh mein Gott, werde ich schon wieder für ein Video hier hingeschleppt, Mann. Was soll das denn? Das nervt total. Gib mir wenigstens was zu essen. Ich habe kein Essen. Wir machen jetzt nur schnell eben eine Liste. Hör auf zu lügen. Ich sehe da vorne den Eisbergsalat. Welchen Eisbergsalat meinst du denn? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, geh mir nicht auf den Keks. Gib mir das endlich, sonst nage ich weiter dieses Kuschelding hier an. Das sage ich dir jetzt schon. Ja, mein Gott. Ist ja gut. Hier, bedien dich und wir finden jetzt einmal heraus, wie alt du bist. Hast du eine ungefähre Ahnung, wie alt du bist? Nicht älter als 2,5. Darauf kannst du wetten. Das werde ich dir jetzt wahrscheinlich widerlegen. Also, Überraschung, du bist im Februar geboren. Wow, wie spannend. Und du bist 4 Jahre alt. Was? 4 Jahre? Hör auf zu lügen. Du bist im Februar 2017 geboren. Was? Ja, ich bin schon 4 Jahre alt. Du bist schon fast ziemlich genau 4 Jahre alt. Also wir wissen nicht deinen genauen Geburtsdatum, Tag, aber wir wissen, dass du im Februar 2017 geboren bist, was dich auf jeden Fall 4 Jahre alt macht. War das rechnerisch? Wir haben 2021, ne? Ich vertue mich da nicht. Warum kenne ich dich eigentlich nochmal? Du laberst nur Schwachsinn. Naja, wie dem auch sei, ich mach da mal mit dem anderen Meerschweinchen weiter. Die Leute wollen wissen, wie alt die anderen sind und ciao. Nein, das bedeutet nur, dass mir jetzt der Eisbergsalat weggenommen wird. Das will ich nicht. Zack, und weg ist sie. Wo ist denn jetzt das andere Meerschweinchen? Ah, vergiss es, was ich gesagt habe. Da ist es. Hallo Marshmallow, ist alles klar? Und bevor ihr fragt, ja, Marshmallow ist das schwerste Meerschweinchen. Ich weiß, Spot könnte schwerer sein, aber es ist auch das verwirrteste Meerschweinchen. Und es sieht aus wie eine Schneekugel. Naja, wie dem auch sei. Das passt schon. Du kannst das jetzt essen. Ich weiß, guck mich nicht so böse an. Da, hau rein. Hier ist ein ganzer Eisbergsalat. Nur für dich. Bis ich ihn dir gleich wegnehme. So, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare raten übrigens, wie alt unsere Meerschweinchen sind. Na, ihr müsst nicht raten. Ihr könntet einfach in den Blog nachgucken. Also auf dem Blog, nicht in dem Blog. Wieso kann ich nicht sprechen? Also ihr könntet einfach auf dem Blog nachgucken. Da habe ich alle Informationen aufgeschrieben. Beziehungsweise Sarah hat die Informationen aufgeschrieben. Ich nicht. Ich drehe nur die Videos. Und auch die ganzen alten Meerschweinchen, zu denen ich natürlich kein Video mache, weil wir machen nur zu den aktuellen Meerschweinchen-Videos. Offensichtlich. Jetzt mecker nicht so viel, ess den Eisbergsalat. So, wie alt ist sie? Fast 4 Jahre. Du bist fast 4 Jahre. Du bist 3 Jahre und 8 Monate alt, laut dem, was mir hier aufgeschrieben wurde, was ich selber aufgeschrieben habe, weil ich habe das gemacht. Und zwar am 9.06.2017 bist du geboren. Und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, stimmt das mit fast 4 Jahre. Seid ihr überrascht? Crumble ist älter als sie. Mich hat das geschockt. Ernsthaft. Ich hätte gedacht, sie wäre älter. Wahrscheinlich nur, weil sie größer ist. Okay, dann auf zu dem nächsten Meerschweinchen, was euch auch wahrscheinlich überraschen wird. Also, zack. Und da haben wir eine Potato. Was guckst du denn so? Guck mal hier, da ist ein ganzer Eisbergsalat. Da kannst du dich dran gütig tun. Hör auf den zu rumzuschubsen. Was soll denn das? So, das Besondere an dir ist ja, also Crumble und Marshmallow haben wir ja ziemlich früh bekommen, als sie noch Babys waren. Dich nicht. Dich nicht. Dich haben wir als Omi bekommen. Also du bist ja schon fast... Man könnte meinen, dass das eine Omi ist. Komm, wie alt ist sie? 5, 6, 7 Jahre schon? Stimmt alles nicht. Ich weiß, dass wir dich als Mutter bekommen haben, also nachdem du Mutter warst. Und du bist schon ein bisschen älter. Und zwar bist du nicht mal 4 Jahre alt. Was? Du bist nicht mal 4 Jahre alt. Was geht? Ich hab, ohne Scherz, jetzt hätte ich gedacht, dass sie wesentlich älter ist. Und zwar ist sie
zwischen Crumble und Marshmallow. Sie ist 3 Jahre und 10 Monate alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Und zwar bist du am 6.04.2017 geboren. Und sie ist mit dieser Information anscheinend nicht einverstanden, so wie sie gerade aussieht. Die Information gefällt ihr überhaupt nicht. Hier, komm. Bedien dich an Eisbergsalat. Hab guten Hunger. Ey, du bist fast 4 Jahre alt. Krass, wieso sind so viele Meerschweinchen 2017 geboren? Naja, beim nächsten gehen wir auch davon aus, dass sie 2017 geboren ist. Mehr wissen wir gar nicht, denn uns fehlen da ein paar Informationen. Sie könnte sogar noch älter sein, denn als nächstes geht es um... Ich will nicht wegschalten, sie ist gerade so unfassbar niedlich. Ich weiß nicht, was sie da gerade macht. Ich habe keine Ahnung. Weiter geht's. Bam! Nämlich um Salt. Hallo, Salt. Guck nicht so böse. Sie guckt immer so böse. Aber sie ist ein super liebes Meerschweinchen. Nachdem du dich ja mit allen erstmal gestritten hast, weil du kamst halt aus dem Zoo und da musstest du dich um alles behaupten, hast du dich jetzt sehr, sehr gut eingewöhnt. Du bist zwar super vorsichtig, aber dir geht es sehr, sehr gut hier. Das hat lange gedauert, aber du bist sehr, sehr, sehr sozial geworden, was ich sehr faszinierend finde. So, und bei ihr können wir nämlich nur schätzen, wie alt sie ist. Möchtest du ein bisschen Eisbergsalat? Ja. Und zwar gehen wir davon aus, dass du jetzt auch 4 Jahre alt bist. Und wir schätzen einfach mal Januar 2017. Das heißt, du bist A, das älteste Meerschweinchen. Und das weiseste wahrscheinlich auch. Und das stärkste hundertprozentig. Und das tollste und überhaupt. Aber es könnte auch sein, dass du 2016 geboren bist. Wir haben keine Ahnung, wie alt du warst, als wir dich bekommen haben. Darum... Ja, also du bist aber rechnerisch definitiv das älteste Meerschweinchen. Also plus minus ein paar Monate, das sollte schon einwandfrei passen. So, du kannst jetzt noch einmal niedlich in die Kamera gucken. Und dann hole ich das andere Meerschweinchen. Ist das okay? Hallo, du hast eine wunderschöne Nase. So, 3, 2, 1. Bam! Hallo, Sport, unser einziges Männchen. Bevor sie alle wieder fragen, das hier ist unser einziges Männchen mit einem Schwabbelkinn. Und er mag das überhaupt nicht, wenn man ihn an seinem Schwabbelkind schwabbelt. Ihr wisst, was ich meine. Und Spot ist ja was Besonderes. Unter anderem, alle unsere Meerschweinchen sind was Besonderes. Oh, sind tolle Schneeflocken. Oder wie auch immer. Du bist auch 4 Jahre alt. Zumindest gehen wir davon aus. Wir haben dich ja nämlich ganz besonders, am 4., nicht am 4. Januar, das ist Quatsch, im April haben wir dich bekommen. Im April 2020 und wir haben dich ja übernommen von der kleinen Tanne, weil bei der sind da leider ein paar Meerschweinchen gestorben, dann warst du ganz alleine und sie wollte sich jetzt keine neuen mehr holen und dann hat sie gebeten, dass wir die nehmen und dann haben wir dich einfach aufgenommen. Und wir hätten nicht gedacht, dass du dich so unfassbar gut in die Gruppe einfügst. Und jetzt bist du gerade das einzige Männchen momentan. Und wir trauen uns kein anderes Männchen zu holen, weil du einfach so perfekt bist. Und wir wollen nicht, dass du dich mit anderen Männchen streitest und dass dann die Gruppendynamik wieder zerstört. Weil er ist der liebste Gentleman der ganzen Welt. So, und du bist im Januar 2017. Nein, das ist Quatsch, das ist Salt. Was rede ich denn da? Du bist 2017 geboren. Wir haben auch da keine Ahnung, wie alt du bist. Genau. Du bist wie Salt. Wir haben auch keine Ahnung. Ich glaube... Hallo? Ja, was ist los? Ja, komm auf meine Hand. Ist mir doch egal. So, ich glaube, Tanne hatte ich auch aus dem Tierheim oder so. Meine ich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde mal nachfragen und in einem zukünftigen Video das dann hoffentlich klären. Und deshalb können wir auch nur raten, dass du um die 4 Jahre alt bist. Ja. Weil du bist irgendwann im 2017 geboren. Kannst du damit leben? Möchtest du einen Eisbergsalat? Möchtest du einen Eisbergsalat? Warum sind alle Meerschweinchen gerade überhaupt nicht interessiert an dem Meer, an dem Eisbergsalat? Ich kann das nicht verstehen. So. Möchtest du noch irgendwas zu deiner Verteidigung sagen? Nein? Also wir wissen auch hier nicht hundertprozentig, wie alt, aber das macht nichts. Auf zum nächsten Meerschweinchen. Hier könnt ihr Spot nochmal von hinten sehen. Papp. Und da ist Pudding, als du jetzt ernsthaft dahin gekürtelt.
Ich hol dich rüber und das Erste, was du machst, ist dahin kürteln. Das ist ja voll super lieb. Und ich möchte mal eben betonen, dass sie schon ganz schön groß geworden ist. Was geht denn mit dir? Du bist noch gar nicht so alt. Ernsthaft. So, und zwar können wir jetzt mal checken. Ja, saug das da mal auf. Du hast da hingekürtelt. Mach das weg. Und zwar habe ich dich ja von einer Züchterin und du bist 4,5 Jahre alt. Krass, wa? Du bist 4,5 Jahre alt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Du bist nicht 4,5 Jahre alt, weil du bist 4,5 Monate alt. Monate. Und schon so groß. Ich möchte jetzt erstmal, dass ihr in die Kommentare schreibt, wow, ist Pudding groß geworden. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott. Weil da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Ne? Du bist am 1.10.2020 geboren. Was dich 4,5 Monate alt macht. 1.10., 11. Monat, 12., 1., 2., 4,5. Es passt. Mein Mathematik funktioniert. Ich kann zwar nicht so gut sprechen, weil ich mich andauernd verspreche und ein kompletter Vollidiot bin, aber das funktioniert. Also, wisst ihr jetzt auch, Pudding, 4,5 Monate, damit offensichtlich die Jüngste, denn wir wollten ja noch ein anderes junges Meerschweinchen haben, das ist dann aber nicht so jung geworden, aber das stört uns überhaupt nicht. Ne? Du findest sie trotzdem ganz toll und wir finden sie ganz toll und das zeigen wir euch jetzt. Nämlich Hazel! Hallo Hazel! Du super aufgedrehtes Meerschweinchen. Guck mal, da haben wir jetzt endlich mal eins, das so vertraulich ist, dass es sich direkt an den Eisbergsalat macht. Außerdem erkundet sie, macht sich es erstmal gemütlich. Willst du aus dem Bett raus essen? Da, nicht. Du möchtest lieber rumlaufen. Alles ist so interessant. Alles ist super interessant. Denn wir wollten ein junges Meerschweinchen haben, ne? Aber ich hatte auch schon ein anderes ausgesucht, ein Teddy-Meerschweinchen. Ich weiß, ich bin nicht der Fan von Teddy, aber ich wollte auch ein bisschen Abwechslung fürs Gehege haben. Aber das hat einfach unfassbar lange mit der Züchterin gedauert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann doch nicht. Bevor sie zu alt wird. Und was mache ich? Nimm eine andere Ältere. Ich meine, du bist jetzt auch schon ganz schön groß geworden, aber du bist jetzt trotzdem noch jung, denn wir haben dich mit 5 Monaten bekommen und eigentlich wollten wir 5 Wochen alte Meerschweinchen haben oder 6, ne? Du warst eine Ausnahme, weil guckt sie euch an. Seid doch mal ehrlich, ist sie nicht wunderschön? Sie ist wunderschön. Guckt sie euch an. Sie ist einfach unfassbar schön. Oh mein Gott, ist sie schön. Du bist übrigens kein Sheltie, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Du bist ein Coronet. Ein Coronet bist du. Wegen dem Dutt. Aber du hast trotzdem lange Haare und zwar wahnsinnig lange Haare. Also könntest du trotzdem eigentlich eine Prinzessin sein. Deshalb, das macht überhaupt nichts. Weil alle meine langen Haare, Meerschweinchen, sind bei mir Prinzessinnen. So, und du bist 8,5 Monate alt, denn du bist am 15.06.2020 geboren. Und guckt euch dieses wunderschöne Fell an. Oh mein Gott. Und bevor sie mir jetzt von dem Tisch springt, packe ich sie jetzt, glaube ich, wieder rüber. Sie dürfen den Eisbergsalat fressen. Und wenn noch Fragen sind, dann fragt einfach. Ansonsten könnt ihr gerne mal auf dem Blog nachgucken, wenn ihr nochmal alles genau nachlesen wollt. Wer, wie, was, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Und Daumen rauf. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das unbedingt. Nicht alle, die diese Videos gucken, haben abonniert. Eine Schande. Guckt mal, was für Niedlichkeit ihr verpasst. Das darf man doch nicht. Und ich lasse sie jetzt rüber, gebe ihnen den Eisbergsalat, daran können sie sich dann gütig tun. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins neue Wochenende. Guckt das neue Müffelstück-Video oder das neue Video von mir. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und bis dann. Weißt du, du bist jetzt eingefroren.